Hallihallo meine Lieben, zurück auf meinem Kanal. Ja, heute geht es weiter mit was nehme ich in den Urlaub mit. Heute zeige ich euch meine Reisetasche, was ich alles so mitnehme und was ich auch brauche für einen Wanderurlaub. Als erste Sache habe ich eine dickere Jacke dabei. Ist eigentlich eine Herbstjacke, nehmen wir aber mit, weil es kann sein, dass es wieder ziemlich kalt wird, so wie letztes Jahr, und darum brauchen wir die. Die lassen wir aber heraus von der Tasche, und dann noch eine normale Sportjacke, die lassen wir auch heraus. Dann kommen wir zu dem Seitenfach der Reisetasche. Hier habe ich drinnen 4 Packungen Taschentücher und verschiedene Kabel. Das Kabel ist von meiner GoPro und mein Handykabel. Als nächstes Teil haben wir eine Steppjacke. Die werde ich höchstwahrscheinlich beim Wandern anziehen, wenn es frischer sein sollte. Die kommt auch hinein. Und dann habe ich noch eine Bomberjacke. Die werde ich beim Essen gehen anziehen, wenn es kühler sein sollte. Und meine Wanderweste zum Wandern gehen. Dann zur Vorsicht nehmen wir 2 dicke Hosen mit. Und 3 wärmere T-Shirts, und also ein Pulli und 2 T-Shirts. Wärmere. Und dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, und 2 sind nun in der Wäsche, insgesamt 8 Wander-T-Shirts. Die werden auch alle benötigt. Und dann haben wir noch 2 Wanderhosen. Die sind nicht wasserabweisend, sie trocknen schnell. Und dann 1, 2, 3, 4, 5 weitere Wanderhosen. Jeweils kurz und 3/4. Und lang natürlich. Dann haben wir noch ein Chiller-Outfit, eine Leggings und ein T-Shirt. Und dann noch 3 schöne Outfits zum Essen gehen. Einmal eine 3/4-Hose und 2-mal eine lange Hose, wenn wir irgendwo essen gehen oder für andere Anlässe, keine Ahnung, kommt halt drauf an, was wir vorhaben im Urlaub. Und dann noch einen Cardigan, einen schönen. So, dann kommen wir zu den Nebensachen. Da habe ich jetzt 1 Pyjama-Hose und 2 Pyjama-T-Shirts. Dann dicke Kuschelsocken und normale Socken. Dann haben wir, wenn sie herkommen, 3 Wandersocken, also 3 Paar Wandersocken. Dann 3 lange Socken und 16 Paar, also natürlich braucht man vielleicht auch 2 Paar an einem Tag, kommt immer auf die Situation an, kurze Socken. Dann haben wir natürlich Unterboxen, also Unterhosen, wenn man es nicht versteht. Und als Frau BHs. Dann habe ich noch mit 1 Strumpfhose, 1 Haube, 1 Halstuch und 1 Ersatzmaske. Die anderen sind alle im Rucksack oder in der Handtasche. Und dann habe ich noch ein Outfit fürs Hinfahren und 1 Outfit fürs Heimfahren. Dann noch meine Schminke, die kommt noch in einem extra Video. Und ein Bettüberzug kommt jetzt oben drauf. Ja, das war's dann für dieses Video.
Seid gespannt, es folgen noch mehrere Videos oder weitere Videos von dieser Folge, was nehme ich in den Urlaub mit. Danke fürs Zuschauen, gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, aktiviert gerne die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!